Jetzt habe ich keine Gläser mehr für Öl. Das ist doch nicht der fucking Ernst der Geschichte. Weg mit denen. Alle beisammen. Heilung mitnehmen. Und weitergehen. Kommen wir da irgendwie hinauf? Das ist jetzt natürlich die Masterfrage. Ich sehe mal das Wörtchen Nein in die Runde geworfen. Okay, hier ist etwas in den Fels. Suche Medaillon. Jo, die finden wir jetzt auf einmal. Schön alles brav absuchen. Man weiß ja nie, was man etwa, ob man etwas übersieht. Alter, das Reden heute ist irgendwie denken ja, reden nein. Oder reden wollen, ja, aber auf dem Weg zu den Stimmbändern versagt's dann. So, da haben wir mal die... Oh, da sind noch mehr Banditen. Ui, ui, ui. Haben wir irgendwo Banditen? Das sehe ich jetzt halt hier im Gesteine nicht. Dort vorne sind die Plattformen.
Aber dort sehe ich jetzt mal nichts. Echt jetzt? Den habt ihr bis jetzt noch nicht weggemacht? Heilbronn. Dann geht's jetzt mal wieder nach unten. Und ich bin wieder wahrscheinlich komplett überladen. Also das wird jetzt eine ziemlich lange Reise, bis wir zu Hause sind. Und die Abenteurer und die Abenteuer werden dadurch nicht besser, sondern eher anstrengender. Weil dann bist du nicht mehr so flink, nicht mehr so agil. Ob das gut kommt, ich weiß ja nicht. Und vor allem hat sie überall Kisten. Krähennägel oder irgendwie so etwas hat es jetzt geheißen. Und das Öl reicht ja auch nicht ewig. Das ist auch etwas, was mir so ein klein bisschen Sorge macht. Da haben wir schon wieder ein leuchtiger Päuschen. Ich möchte kein Gift. Dann einmal hinauf. Ja, ich weiß, es ist anstrengend, aber so keuchen müsst ihr jetzt auch wieder nicht. Och, und dort. Nein! Das wäre es so schön gewesen. Aber ich gehe jetzt nicht nochmals rauf. Ich möchte vor allem nach Hause ablegen und ja, mal ein wenig Nebenaufträge machen, zum einfach stärker werden, zum ja, einfach besser zu sein als das, was wir jetzt gerade abliefern können. Da vorne geht es dann wieder in die windige Passage. Gut, die haben mich ein bisschen aufgepäppelt mit Energie. Mir einmal kurz auf den Rücken geklopft. Nee, das brauche ich nicht. Ja. Hunderttausend Kugeln. Ich brauche doch nicht Flaschen mit Wasser. Werdet ihr den auch noch irgendwie was Schaden machen? Ja, natürlich. Ich brauche unbedingt was, dass ich schneller die Magie wirken kann. Das ist so unfassbar langsam bei mir. Vor allem mit eben den Steinsäulen. Das dauert. Und das geht nicht auf Dauer. Wir können aber sicher irgendwas benutzen wie den. Den Apfel noch. Weil so kriegen wir auch das Gewicht ein wenig los und ich. Ja, schlussendlich verrottet es dann irgendwann nur noch im Lager und das möchten wir ja per se auch nicht.
Dann los, Skeletties. Lazarusstein. Weißt, jetzt wo die weg sind, kommst du mir mit so etwas hinten vor? Eieieiei. Da irgendwie einen Heilbrunnen. Windrädchen. Schöner Name ja eigentlich für eine Blume. Windrädchen. Da, Brückenwind ist immer gut. Da geht das Laufen ein wenig schneller. Aber das gibt's nicht auf dem ganzen Weg leider, Brückenwind. Oh, wenn das spieltechnisch implementiert wäre, dass er auf dem ganzen Rückweg so wäre, dann So, alles sammle ich nicht ein, ich bin schon genug überladen. Was wahr ist, da habe ich nicht gelogen. Jetzt müssen wir hier entlang. Keine Sorge, eure Karte wird uns den Weg zeigen. Gewiss. Und ich habe nicht das schlechteste Orientierungsgedächtnis-Sinn, wie man das auch immer richtig betitelt. Also wenn ich so wie hier überall hingehen muss, dann wird schneller eine Karte im Kopf erstellt und als Grundelement in mir abgespeichert, wo sagt, ja okay, dorthin, 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 dorthin. Aber bei Ausschmückungen, oh nee, die weißen Wölfe. So. Natürlich. Oh, schönes Feuer. Oho. Aber jetzt ist zum Glück schon wieder Morgen. Dann mache ich mal kurz. Ja, ich mache ziemlich früh jetzt die Laterne aus. Vergesse immer, dass dann weg. Oh. Weg. Zum Glück wechselt es jetzt auf den Tag, dass wir ein wenig gnädiger
beglückt werden mit den Gegnern. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt sind wir schon mal beim Vor. Das ist auch schon mal gut. Oh, jetzt kommen die Schneeharpien. Mal kurz Feuer für euch. Und der Troll ist auch wieder hier. Läuft, würde ich sagen. Aber schon anstrengend, das Game. Und ich meine, wir machen jetzt nicht. Also, man könnte sicherlich viel schneller spielen als ich. Bedeutend schneller als ich. Aber irgendwie hat es den Charme, wenn man so spielt, wie ich es spiele. Hallo. Und weg. Den nehmen wir noch mit. Und weiter. Und wir sind erstmal am Zwischenvor angekommen. Ihr wisst noch, wie viel das ist dann bis zur Stadt. Oh nee. So, die sind jetzt mal Geschichte und es hat diesmal gut geklappt mit dem Zauber, weil sie sich ein wenig auf andere fokussiert haben. Der mystische Ritter ist, habe ich das Gefühl, weniger als Tank, schon Tank, aber nicht Haupttank. Wenn ein Tank dabei wäre, plus einen mystischen Ritter, dann kann der Tank den pullen. Du kannst Zauber wirken in der Zeit und dann nochmals als Tank fungieren. Und dann müssen die von hinten eins nach dem anderen raushauen, damit entsprechend der Schaden kommt. Und dann, denke ich, wäre das eine ganz nice Kombi. Eine sehr, sehr nice Kombi. Da sehen wir immer wieder ein paar Vasallen am Spazieren. Ich hoffe, das kommt auch wieder, dass das im neuen Game, dass wir, ja, also für mich ist es noch über einen Monat hin, bis das kommt. Aber wenn die Folge kommt, spielen wir das schon bereits.
Und ich hoffe, wir sehen in Teil 2 auch die Vasallen einfach mal so schlendern, vielleicht sogar irgendwas quatschen untereinander. Gut, das eher weniger. Weil, was haben wir gelernt? Sie sind seelenlose Hüllen, die nur auf die Worte und das Gebaren eines Erweckten wirklich drauf eingehen können. Es gibt so wie einen Filter zwischen der Welt, dem Rift, dem Erweckten, und nur der Erweckte kann zwischen den Welten wie kommunizieren. Also jetzt ganz salopp ausgedrückt. Also es sind... Die Range könnte noch ein bisschen besser sein. Und weg. Also wenn er trifft, dann ist er stark. Dann ist er echt stark. Und ich meine, der Erzmager ist auch bombenstark. Wenn er das Richtige ausgerüstet hat für die richtigen Gegner. Also ich meine, Zyklopen, Trolle mit Blitzen, Greifen mit Feuer, Echsenmenschen und da die Chimera, die Kymaren mit, sagt's mir, mit Eis. Und dann gibt's ja auch noch Dunkles, dann gibt's noch, was war das, Heiliges, es gibt... noch etwas Totenbeschwörung. Also es ist einiges. Und wenn die Vielfalt auch im anderen Teil so ist, oh. Also ich freue mich jetzt schon auf einen magischen Bogenschütz, was der so kann. Ja, das würde mich Wunder nehmen, was der so kann. Ich sehe jetzt halt bei den Vasallen nicht so wirklich eine Kombi. Die können, glaubst du... Ja, warte, ich habe auch Erzmagier. Was gibt's denn noch? Mystische Ritter, Erzmagier, Magier. Dann gibt's mystischer Ranger, I guess. But don't know. Aber ich finde den Schild geil. Das ist auf jeden Fall klar. So, dann... Jetzt sage ich schon wieder das mit dem So. Das ist mir jetzt gerade die letzten paar Sätze wieder aufgefallen. Ich fange es schon wieder vermehrt an zu sagen. Und ich muss wieder meine Zunge hüten, dieses eine Füllwort zu missbrauchen, nur um, dass etwas gesagt wurde. Gut, man muss auch ehrlich zugestehen, es sind Laufwege noch und nöcher. Und die kosten Zeit. Also ich weiß nicht, das dürfen jetzt gefühlt 15 Minuten, 10, 15 Minuten gewesen sein von dem Mondturm bis hierher. Also das ist schon ein ziemlichen Brocken. Jetzt sind wir hier wieder im Vasallenviertel. Ich hoffe, vielleicht gibt es... In älteren Spielen ist es sehr selten, dass Städte verändert werden mit fortlaufender Geschichte. Das ist dann nur wirklich, wenn es geschichtsträchtig ist. Sonst bleiben sie mehr oder weniger gleich, brennen vielleicht mal. Und irgendwie habe ich das Gefühl, in der Stadt renne ich schneller. In der Stadt habe ich das Gefühl, ich renne schneller. Ja. Definitiv, ich renne schneller in der Stadt.
finde den Schild so geil, dass er so leuchtet. Aber ich finde es schade, dass wir nicht die passenden Schlüssel hatten. Das heißt, wir müssen mit diversen Schlüsseln mal zurück, die Schlösser probieren, das aufmachen. Uff. Gut, jetzt können wir das mit dem Greifen abschließen. Sir Maximilian, du hast noch was für uns? It pains me to burden you, busy as you are with the royal orders, but there is aught I would speak of with you. Es schmerzt mich, euch zu behelligen, so wie euch die herzoglichen Befehle in Anspruch nehmen, doch da ist eine Sache, über die ich mit euch sprechen möchte. Dann lasst hören. It's a cause of worry, though I speak only for myself and not as Chamberlain. Might I beg a moment? Etwas, das mir Sorgen bereitet. Spreche ich auch nur für mich selbst und nicht als Kämmerer. Würdet ihr mich für einen Augenblick Gehör schenken? Natürlich. Redet weiter. Skeletons have been sighted near the capital these past few days. In jüngster Zeit wurden im Umkreis der Hauptstadt Skelette gesichtet. Elsewhere, I've had no end of reports of secret meetings among the zealots of salvation. Andernorts hörte ich unzählige Berichte über geheime Treffen der Erlöser dieser Eiferer. I cannot help but see the two as intertwined, though I have no evidence to prove it. Ich kann nur schwerlich glauben, dass diese beiden Dinge nichts miteinander zu tun haben. Fehlt mir auch jeglicher Beweis dafür. Still, I'll be damned if I allow their kind to go corrupting the minds of good people for want of evidence. Doch ich will verdammt sein, wenn ich aus Mangel an Beweisen zulasse, dass ihresgleichen den Geist aufrechter Menschen vernebeln. Arisen, I ask this as a favor. Will you look into these events and hunt out any thread that connects them? Erweckter, ich bitte euch um diesen Gefallen. Werdet ihr diesen Vorfällen nachgehen und ans Licht bringen, was sie verbindet? I believe I've learned where the cult meets. I've made note of it on your map. Ich glaube, erfahren zu haben, wo der Kult sich trifft. Ich habe es auf eurer Karte verzeichnet. Ich möchte euch bitten, dort mit der Suche zu beginnen. Geht und bringt in Erfahrung, was immer ihr vermögt. Alter, man kommt nicht aus Queste heraus. Aber ist auch irgendwie geil. Und ich hoffe, dass... gibt's in annäherndem Maße auch in Zukunft. Beziehungsweise im Hier und Jetzt, wie man es dreht und wendet. Ah.